Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hausflipper. Wir sind gerade dabei, das Bücherregal einzuräumen. Yay! Was kein Bücherregal ist, weil da 100 Pro und ganz wenig Bücher reinpassen werden. Wir brauchen also Deko, 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 noch mehr Deko, vielleicht ein bisschen Deko und hey, habt ihr schon Deko gehört? Ich bin halt echt am Überlegen, was wir da alles reinpacken. Komm, wir lassen uns inspirieren und das war eine Tasse. Das war doch keine Tasse. Das war eine Tasse. Ich dachte, das wäre so eine große... Das ist auch eine Tasse. Das gibt's doch nicht. Das ist auch eine Tasse. Ich habe nicht gedacht, dass das Tassen sind. Och, no. No, 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 no. Das gefällt mir alles nicht. Sieht halt aus wie so ein Obi-Biber. Tut mir leid, da muss ich irgendwo rein. Das ist halt voll nicht zum Stil, aber einfach aus Prinzip. So. Einfach aus Prinzip. Ich weiß ja eh noch nicht, was ich da reinpacke, ne? Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Wie gesagt, wir wollen eine Deko, 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 noch mehr Deko, vielleicht ein bisschen Deko und Deko reinklatschen. Diese Bücherstapel finde ich super. Das Problem ist, dass die sehr schäbig aussehen, finde ich. So, es sieht so aus, als hätte Quietsche in Jura studiert oder so. Ich finde, das sieht ganz, ganz staubig aus. Nennen wir das so. Staubige alte Bücher. So sieht das aus. Aber so kriegt man das Ding gut voll. Es tut mir leid. Und es sieht gleich nicht alles gleich aus. Es sieht gleich nicht alles gleich aus. Oh, shit. Können wir da oben noch was da? Hm, ich tippe auf nein. Gut, die sind zu lang. Die können wir da nicht teilen, verdammt. Oh, das wäre so optimal, ne? Mhm. Gut. Handtücher und sowas passt hier eigentlich nicht so rein. Tut mir leid. Und es hat wieder geknallt. Wir wissen alle, dass das... Oh mein Gott! Die leuchten? Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Wie optimal ist das denn? Ich finde die super. Und ein Schachbrett finde ich auch super. Schach ist super. Schach ist super. Super, super. Ich finde das mit Rot tatsächlich gar nicht schlecht. Das passt hier schon wieder in diesen Küchenbereich sehr gut rein. Oh, scheiße. Ich habe eine Idee für hier hinten. So. Nicht dein Ernst! Oh mein Gott. Ist das alles krank. Ich erfahre hier ganz viele Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Staffelei. Das ist eine kleine Staffelei. Aber ist das andere eine große Staffelei? Oh, Freunde. Ich weiß, was wir hier... und so. Wer wollte diese Mütze denn noch nicht haben? Wir alle wollten sie. So. Deshalb steht sie hier im Schrank. Entchen ist Sammler. Und sie kauft komische Dinge. Und ja, Entchen, ich weiß, du liest zwar viele Bücher, aber du liest sie auf dem Kindle. Aber wir haben hier kein Kindle, also musst du damit leben, dass sie in deinem Schrank stehen. Mir fehlen einfach die Möglichkeiten für Deko, es tut mir leid. Also das finde ich halt wirklich schwierig, dass man hier so eine beschränkte...
Coffee, Tea, Sugar. Naja, es gehört eigentlich eher in die Küche. Dass man hier so eine beschränkte Auswahl an Deko-Artikeln hat. Sowas wie Duftkerzen oder so fände ich so cool, wenn wir das hier hätten, dass wir das hier irgendwo reinpacken könnten. Das ist kein Kaffee, Leute. Nö. Never ever Kaffee. Das wollte ich gar nicht. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob wir das so machen. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Es gibt noch Wunder in dieser Welt. Okay, wir machen das so. Niemand muss wissen, was da drin ist, ne? Das kennt man ja. Es gibt immer so ein paar Sachen, da soll niemand reingucken. Ja, das sind die da unten. Können wir hier oben noch Pflanzen uns reinbringen. Wie gesagt, wir müssen hier einfach irgendwie noch Dinge unterbringen. Amadeus Bär. Das sieht aus, als würde ein Kind hier wohnen. Nee, das stimmt nicht. Es gibt ja einige Leute, die sehr viel Stuff sammeln. Das hört sich irgendwie falsch an. Wir haben einen Kickertisch. Wir haben einen Billardtisch. Ein Billardtisch wäre halt voll die geile Idee. Ich kann mir bei Entchen auch voll gut vorstellen, dass die irgendwann einfach mal Billard spielt. Sieht zwar ein bisschen älter aus, ne? Aber wenn dann der klassische Grüne, ne? Schwarz. Ey, Freunde, das wird hier voll die Spieler-Lounge. Nein, ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier hinkommt. Ich bin mir halt echt noch nicht sicher. Aber an sich finde ich das voll die coole Idee. Gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Kettensäge. Die muss natürlich in den Eingangsbereich. Das wissen wir alle. Jemand Falsches betritt das Haus und schon holen wir die Kettensäge raus. Leute, fragt euch nicht. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich so Anwandlungen. Gut. Dekorationen. Die sieht halt auch super cool aus, aber ich glaube die. Wie bist du denn in klein? Viel zu groß. Aber die sieht richtig schön teuer aus, das muss ich sagen. Die sieht so hässlich aus. Ich finde, die sieht aus, als hätte man die im Kindergarten gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde diesen Globus super. Ich liebe ihn einfach so richtig hart. Ich stehe generell auf Globi. Globi? Ich weiß es nicht. Hui! Ja komm, und dann packen wir da und da noch ein Pflänzchen rein. Dann sieht das wenigstens so ein bisschen aus als und so. Ich weiß halt immer noch nicht, wo hier der Unterschied zu einer Aloe Vera liegt. Ich finde, die sehen eigentlich fast gleich aus, bis auf, dass die hier so Sprenkel an den Blättern hat. Kann man das Blättern nennen in dem Fall? Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, alle Blumen, die hier verbaut sind, sind Kunstblumen. Dass man sich nicht drum kümmern muss. So. Damit komme ich klar. Da fehlt mir ein Teppich. Wenn man sich jetzt nicht verschreiben würde.
Was haben wir denn hier für einen Teppich? Wir hatten da dieses dunkelblau, da vorne beim Schuhschrank. Da haben wir einen weißen. Wir haben da hinten diesen komischen karierten. Ich finde hier auch weiß gar nicht schlecht. Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen. Der ist halt nicht beige, der ist halt hellgelb, ne? Es tut mir leid. Aber ich finde, dieser gelbe Ton passt halt unglaublich gut zu diesen leicht grünen Kisten. Dazu haben wir hier so das einigermaßen passende, ne? Drei verschiedene Teppiche, ne? An sich fürchterlich. Aber jede Ecke einzeln betrachtet, finde ich, passt es da super, da passt es super und da passt es super. Freunde, ich lasse diesen Eingangsbereich so. Ich bin damit zufrieden. Bop, 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 bop. Ja, das war hier die. Tip, 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 tip. Ja, die Badezimmer. Ich weiß echt noch nicht, was ich mit dem Badezimmer mache. Und ich bin tatsächlich hier am Überlegen, ob wir das hier in den Eingangsbereich schleppen. Und das Ding hier Richtung Küche. Weil es ist ja trotzdem irgendwie Eingangsbereich, ne? Und ich finde, es ist einfach, es wirkt hier so gemütlich, dass man hier auch sagen kann, komm, scheiß drauf, wir spielen eine Runde Billard. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde den bloß anders irgendwie hinstellen wollen. Das Problem ist da mit der Dingens, das ist ein bisschen ätzend. So, hier hätte man genügend Platz, hier auch. Die müsste man... Wegdingsen, aber man kann sie halt auch super gut als Bar benutzen, wisst ihr, was ich meine? Und dann ist hier wieder ein Türchen. Ach, ich finde es halt cool, dass man es auch als Bar benutzen kann. Freunde, ich glaube, das mache ich so. So, man hat genügend Platz. Aber dann würde ich hier die Bankreihe da noch zusetzen. Und ich würde gucken, es gab ja hier irgendwo Kös. Kös? Das war, meine ich... War das unter Dekoration? Nee, das war nicht unter Dekoration. Das war unter Zubehör, ne? Werkzeug, Hobbys. Billardkugeln. Aha, witzig. Kann sich sogar jeder aussuchen hier. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das bei Blue auch gemacht, ne? Irgendwie habe ich das nicht für voll genommen, muss ich gestehen. Billardkö, aber das ist halt nur einer. Vor allen Dingen... Ach, man kann den hier drauflegen. Gibt es so ein Köding für die Wand? Nee, scheint nicht so. Finde ich super, Freunde. Finde ich wirklich super. Kann man sich hier hinsetzen, ne? Betrachten. Hier haben wir dann die Bar. Dann säuft man sich nebenbei ein. Macht hier einen ganz entspannten Abend, ne? Finde ich echt cool. Finde ich echt super. Ich bin bloß gerade am Überlegen, ob wir auch noch einen Teppich drunter stellen. Aber dann würde ich da tatsächlich, glaube ich, den weißen drunter stellen. Passt dann hier eher in die Küche rein.
Dann brauchen wir den großen. Oh no, ich finde es richtig schwierig, hier zu agieren. Ich hoffe, das ist einigermaßen passend. Aber wie gesagt, ich würde das dann, also diese Bänke hier auch noch weiter verwenden. Wohnzimmer, Sessel. Ist das halt Sessel zählt, ne? Das ist irgendwie. Irgendwie killt mich das immer noch. Weg. Zack. So. Man, hier so eine richtig entspannte Ecke. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch jetzt so gut klappt hier. Finde ich super, aber wir brauchen darüber eindeutig noch Licht. Licht, Licht, bitte. Aber was für ein Licht. Was für ein Licht setzen wir da hin? Ja, ich brauche gleich auch noch einen Lichtschalter. Darüber reden wir gar nicht erst. Ich finde tatsächlich über Billardsachen können, also, ja, können auch die hier gerne drüber. Machen sich da auch super. Nehme ich. Ist gekauft. Geht das dann mit der Lampe an? Warte mal. Ja, tatsächlich. Gut, dass das hier keinen eigenen Lichtschalter hat. Also ich packe hier tatsächlich jetzt noch einen hin, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen strange. Okay, damit kann man das komplett hier alles bedienen. Faszinierend. Gut, wir lassen das an. Und damit, wie gesagt, haben wir diesen Bereich auch fertig. Ich bin schon stolz auf uns. Wir haben das gut gemacht. Wollte ich nicht irgendwo noch ein Telefon hinstellen? Fällt mir gerade so ein. Hat ja gut geklappt. Das werden wir hier jetzt gleich nochmal nachholen. Elektrische Ausrüstung. Hier war doch ein Telefon, genau. Können wir das in schwarz haben, bitte? Das sieht so alt aus in schwarz, ne? Es tut mir leid, dann nehme ich es doch in weiß. Einfach aus Prinzip, dass es moderner aussieht. Das hat Licht? Ich sehe da kein Licht. Naja, egal. So. Ich habe mir gedacht, ja, das schieben wir mal ein bisschen nach hier, das schieben wir ein bisschen nach da. Das passt so nicht. Okay, warte mal. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Und hier packen wir noch ein kleines Tischchen zwischen. Los, Tischos, bitte. Tischmatte. Ich will... Die habe ich auch noch nie gesehen. Ey. Die habe ich auch nicht gesehen als eben. Freunde. Manchmal werden einem hier Dinge angezeigt. Den auch noch nie gesehen. Also, der sieht auch hässlich aus, aber trotzdem noch nie gesehen. Wo ich keine Ahnung habe, wo die auf mal herkommen. So gar keine Ahnung. Wirklich nicht. Gut. Den finde ich super schick.
Der ist zu breit dafür. Die werden gleich breit sein. Der ist an sich sehr hübsch. Der ist so zu klein. Der ist immer noch zu klein. Ich glaube, ich packe da so einen Glastisch hin. War das dieser? Ach ja, nee, nicht der. Der. Schwarz. Ach ja, das war die Glasscheibe dann. Ne? Und hier. Ja, damit kann ich arbeiten. Der ist super. Ist zwar ein bisschen zu klein. Ach, das habe ich übrigens außerhalb gemacht. Ich fand das sehr schick hier. Auch wenn es eigentlich nicht so ganz sinnig ist, hier die Kräuter hinzupacken. Aber hey. Ich finde die sehr, sehr hübsch da drauf. Das habe ich während der Aufnahmepause mal tatsächlich gemacht. Ich finde, hier brauche ich auch nicht unbedingt ein... Also ich finde es schon schön. Warte mal. Ich und Teppiche, ne? Ich habe ein Teppichproblem. Ich weiß, niemand will die ganzen Teppiche reinigen. Und tatsächlich zu Hause hier haben wir auch keinen einzigen Teppich. Wenn schon den. Und wir können da nochmal mit uns... Wenn schon den. Wir legen den einfach so halb nach draußen. Finde ich da auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, wenn wir den dann nochmal größer hätten, ne? Aber eine Nummer größer ist halt hier viel zu groß. Ist ein bisschen doof. Warte mal, wo sind die Ecken? Wo kann man? Kann doch nicht erst hier hinten beginnen. Dein Ernst? Never. Never ever. Doch da hinten wegen der Kante, wegen der hier. Wegen der Kante und wegen der Kante. Oh, deshalb kann man das nicht hin und her ziehen. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Ich habe gerade... No way! Wie gut! Passt noch nicht ganz hier. Passt immer noch nicht. Ja, ich glaube, jetzt passt's. So, jetzt mal richtig ausrichten hier, ja, bitte. So. Wo sind die? Oh nein, jetzt kann ich es nicht mehr anmachen. Wir stellen uns einfach vor, dass die Dingens da wieder sind, ja? Ich war noch früher da. So, hier brauche ich noch Licht. Da will ich dann auch wieder zu diesem Hängeding aus der Küche. Hier, zu dem. Finde ich nämlich an sich sehr schick. Ich finde die halt bloß schwierig, weil die halt immer über diese Dinger drüber gucken, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja, mal. Das würde ich hier aber so ein Stück zurücksetzen. Damit man die Illusion hat. Das
ist halt schwierig, ne? Warte mal, du kommst rein. Es geht. Es geht. Dürfen hier keine großen Menschen reinkommen? Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Das Problem ist, wir haben noch keinen Schalter zum Anmachen, ne? Ah, okay. Mit dem kann man einfach alles anmachen. Gut. Dann sind die auch an. Ich finde, hier drüber muss auch nichts. Also hier könnte tatsächlich ein Bild hin. Aber da muss kein Bild hin. Wir gucken trotzdem mal, ob wir irgendwas Schönes finden. Silly Cat. Oh, Silly Cat. Wenn... Ich finde die passend. Ich finde die wirklich passend. Ja. Aber es geht noch ein Stück weiter runter. Ein kleines Stück. Kein großes. Ja, passt besser. Passt besser. Okay. Dann komme ich hier mit dem Eingangsbereich super klar. Das haben wir. Den Bereich haben wir jetzt komplett. Dann fehlen jetzt tatsächlich nur noch beide Badezimmer. Bei den Badezimmern, ja. Da bin ich ganz unschlüssig. Ganz, ganz unschlüssig. Ich finde die Wand fürchterlich. Boden finde ich super, den nehmen wir auch für die andere. Für das andere Bad auf jeden Fall, aber die Wand. Ich glaube, die Wand müssen wir komplett ersetzen. Und was wir noch ersetzen müssen, hier. Es tut mir leid, das ist einfach nicht drin. Das geht nicht. Wir haben im ganzen Haus, ja. Haben wir die gleichen Lichtschalter? Das kann doch nicht sein, dass ausgerechnet hier ein anderer ist. So. Wir haben nicht mal Licht hier drin. Fällt mir gerade erst auf, aber hey. Oh no. So, das ist für die Küche hier. Gut, das macht nicht die Küche, dann können wir den auch wegpacken. Macht nämlich hier alles. Okay, gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen hier auf jeden Fall. Warte mal. Wenn wir gerade schon hier sind. 100 Pro ist nämlich hier auch der falsche Lichtschalter. Haha, ich wusste das. Weg damit. So, wie gesagt, wir machen hier erstmal den Boden. Der Boden. Fliesen. Die sind das, ne? Oh. Die waren doch nicht so klein, oder? Die waren doch nicht. Nee, die sind kleiner hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen. Weißer Beton. Weißer Beton war das 100 Pro nicht. Keramikfliesen. Die? Hellblau? Nee, hellblau nicht. Weiß. Die könnten es sein. Ja, die sind's. Gut, ich hoffe, ich habe hier jetzt nicht... Ach, das habe ich eh gemacht. Pff, ja, perfekt. Ja, gut. Dann haben wir schon mal den gleichen Boden. Das ist schon mal gut. Ich weiß echt noch nicht, was wir wandtechnisch machen. Und ich weiß noch, was für ein Chaos das mit dieser Kack-Badewanne war. Es tut mir leid. Das war halt echt scheiße. Das war richtig dreckig. Gut. Ich würde sagen, tatsächlich, wir gucken uns erst einmal hier die
Möbel fürs Badezimmer an. Wurschteln uns da so ein bisschen durch. Und dann... die gibt es? Okay. Ja, die sind halt... Das sind immer noch die modernsten Sachen hier drin. Und ich würde die auch behalten. Die sind halt super. Die sind halt super, das muss ich jetzt sagen. Die packen wir uns direkt hier instant mal rein. Was? Warte mal, das habe ich doch 100 Pro Preis. Achso, das ist dahinter. So. Also, ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann die Badezimmer machen. Und wenn alles klappt, schließen wir in der nächsten Folge Quietschähnchens Haus ab. Leute, ich muss echt sagen, man sieht es ja an der Zeit, die da oben gerade läuft. 11 Stunden 53. So lange sitze ich jetzt an diesem Haus. Freunde, ich werde sentimental. Das ist schon heftig. Also wie gesagt, ich bin echt unschlüssig wegen dem Badezimmer. Da muss ich halt echt noch gucken. Aber bald sind wir hiermit fertig. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Was ich halt auch echt einfach schade finde, ist, dass wir hier draußen halt nichts machen können. Also nicht wirklich was Großes, außer jetzt zum Beispiel die kleine Hütte hier machen konnten. Die auch nicht an einer schönen Stelle sitzt, finde ich. Ich will sowas immer in der Ecke stellen. Nee, aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, wir können vieles hier nicht machen. Finde ich doof. Ist einfach traurig. Aber ich bin schon stolz. Wir haben schon was Schönes gezaubert hier. Vor allen Dingen, diese Idee mit der Küche, mit dieser Bar, finde ich super. Ey, ich wäre da nie drauf gekommen und dass wir das hier so einfach halten, trotzdem, dass es so gut aussieht. Ich merke gerade, dass der Tisch viel weiter da steht. Wir gucken einfach immer von hier, ja? Finde ich auch so schick. Es ist so einfach gehalten, es ist so klassisch. Ja, also ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Wie gesagt, jetzt müssen wir uns noch um die Badezimmer kümmern. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann haben wir es geschafft. Bis dahin. Tschüss.